Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Gerade vorhin habe ich noch Revelations 2, also Resident Evil Revelations 2 gespielt und aufgenommen. Jetzt kommt The Witcher an die Reihe und wir fangen mit Avalach an zu reden. Ich weiß allerdings, dass ich noch mit ihm Gwent-Karten spielen könnte. Ich weiß nur nicht wann, ob das jetzt schon vorbei ist. Also, da jetzt Geralt, bereit? Eben, es geht in die letzte Phase. Und ich denke, danach ist er nicht mehr frei verfügbar. Deswegen finde ich schade, wenn ich seine Gwent-Karte nicht bekomme, aber man kann nichts machen. Dann würde ich aber mal meinen, wir hauen rein. Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Oh ja, mit Vergnügen. Let's go. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet Cyrenait. Ada eich blen eidemei. Der Elfenstein hat funktioniert. Sie kommen. Oh. Also ich weiß nicht, wo ihr Problem liegt. Sie können ja in Herden auftauchen. Nur nicht vielleicht überall, aber sie können. Gib dein Bestes, Geralt. Werden wir machen. Viele Cutscenes, ich liebe es. Das Eis ist eine mächtige Waffe. Die Natur allgemein ist eine mächtige Waffe. Mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass meine Oma anfängt, Staub zu saugen. Oh doch, sie fängt an. Gerade jetzt. Ich hoffe. Es ist ganz still. Ich hoffe, das hört man nicht so. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael, du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri. Aus dem Weg. Ciri! Das Eis, ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab,
Oh ja. Was das wohl jetzt zu bedeuten hat. Und hey, nee. Muss die jetzt staubsaugen, ist ja wohl echt nicht wahr. Sicher dann in der Aufnahme zu hören, tut mir echt leid. Aber das kennen wir ja schon, das habe ich euch schon mal gezeigt. Deswegen ist es halb so wild. Na kommt schon, ihr fiesen, miesen Kerle. Wir machen euch zur Schnecke. Zieh dein Schwert, Ciri. Oh yeah. Was willst du? One shot, Jungs. Egal wie viel ihr kommt. Yeah. Ach so. Mal gucken, kommt. Tschüss. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oh, ist das genial. Hä? Hast du irgendwas gemeldet? Ich hoffe mal nicht. Geh mal aus der Optik. Ich hoffe, ihr seid bereit für eure und für einen Untergang des Jahrtausends, ne? Einmal. Oi. Das ist ja mal heftig. Hä? Was? Habt ihr irgendwas gemeldet? Ich sehe gerade nichts. Ich bin so Highspeed Plug in D oder so, dass ihr gegen mich gar nichts ausrichten solltet. Highspeed Plug in D oder so. Digimon Style. Und Turbo Tempo. Woher das kommt, können nur die wenigsten wissen. Und die, die es wissen, sind die coolen. Bam! Na los! Ihr seid solche Holzköpfe. Ihr sterbt wohl gerne. Dann geht's weiter. Hä? Ich würde sagen, geh. Tschüss. Ach. Die kleinen Hundis? Wollt ihr sterben? Kommt, Hundis. Eins, zwei. Hoi, du hast ja überlebt. Welch ein Wunder. Ihr wollt wirklich sterben? Diesen Wunsch kann ich euch zu Tausenden erfüllen. Tja, leg dich nicht mit mir an. Dankeschön, ich muss mal hier weg. Hi, Garantier. Hä? Kannst du meinem Speed folgen? Ah, ja, doch, ein bisschen. Hä? Nur besser? Ich werde noch besser. Ich habe mit dem Kampf übrigens so lange versucht wie möglich. Das Saugen meiner Oma auszublenden. Dass wenn die Sequenz hier kommt, dass dann wieder Ruhe herrscht. Außer meines edlen Stimmchens. Hoho! Das war geil. Also, das kann sich sehen lassen. Ich glaube, da hat der Ciri das andere Outfit noch. Und nicht das neue wie jetzt. Als ich das erste Mal gezockt habe. Wie war das? Och nee, Geralt. Nicht schon wieder. Endlich!
Auf uns hat dein scheiß Eis keine Wirkung. Also gut. Bringen wir es zu Ende. Oh ja. Und das noch in diesem Part. Nur... Gwen, okay. Zum Glück haben wir gerade Gwen aktiviert. So, komm. Du bist ja ein leichter Gegner. Und mein Schwert ist dann noch... kaputt, ne? Aha. Deine Golems halten auch nicht viel aus. Hallo? Wir haben ein kaputtes Schwert und wir machen dich kaputt. Was ist denn mit dir falsch? Komm! Auf was wartest du eigentlich? Auf eine Sondereinladung? Nee. Lass das. Das sind nur Ablenkungsmanöver, die der Gute versucht. Der Hurenbock, der will nicht sterben. Ist okay. Du willst mich verheißen? Hier, ich verheiße dich. Ich glaube es ja kaum, es hakt hier. Jetzt sind schon zwei solche Golems on the road. Hey. Dir piept's wohl. Ich glaube, es hackt bei dir. Wir haben dich fast besiegt und du wärst dich immer noch, als hättest du full life. Geht doch. Stirb. Oh nee. Er wollte uns noch mitreißen, dieser Pfosten. Kannst du jetzt alleine schwimmen oder muss ich dir helfen? Oh. Ich hoffe, mich greift nichts an. Diese Stelle gefiel mir nie. Ich habe natürlich schon ein Let's Play dazu gesehen. Und es erinnert mich an Black Flag. Was mir auch nicht so sonderlich gefallen hat, so von unten hoch zu tauchen. Nee, unter Wasser bin ich nicht gerne. Ganz geil. Sie konnte sich retten. Ganz geil. Tja, und das ist die Stelle, wo wir im nächsten Part weitermachen werden, wenn es denn wieder heißt: The Witcher 3, Wild Hunt, Tiddle!